CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Wenn wir zurzeit über Entwicklungspolitik diskutieren, fällt eigentlich schon im ersten Atemzug das Wort Fluchtursachenbekämpfung. Auch das haben wir heute mehrfach erlebt, und das ist eigentlich von der Priorisierung auch richtig und wichtig. Aber es birgt ein bisschen in der Debatte die Gefahr, dass man weitere Positionen der Entwicklungspolitik, mit denen wir uns schon seit langen Jahren erfolgreich und mit herausragender Bedeutung beschäftigen, etwas aus dem Fokus fahren. Ich möchte deshalb heute bei der Bewertung des Einzelplans 23 nachdrücklich auf die Themen Gesundheit, Systemstärkung und vor allen Dingen Krankheitsbekämpfung aufmerksam machen. Dass dieses Thema von Bedeutung ist, wissen wir nicht erst seit der Aufnahme in die Millennium Development Goals im Jahre 2000 oder an prominenter Stelle in den Nachhaltigkeitszielen im Jahre 2015 mit dem SDG 3 Gesundheit und Wohlergehen. Krieg und Vertreibung, Gewalt und Verfolgung, Hunger und Armut sind sicher alles dramatische Gründe für Flucht und deshalb auch ein wichtiger Inhalt für unsere Arbeit, die mit größtmöglicher Aufmerksamkeit, allerdings auch mit Effizienz betrieben werden muss. Dann gibt es aber die lautlosen Extremisten und Terroristen, wie ich sie nennen möchte, die heimtückischen Krankheiten, die überall lauern und die durch Wasser, Insekten oder durch den menschlichen Kontakt übertragen werden können. HIV/AIDS, Malaria, Tuberkulose, Hepatitis C, aber auch die vernachlässigten Tropenkrankheiten, Resistenzen, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen belasten Millionen von Menschen in den Entwicklungsländern und hindern sie daran, ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten. Tod und Siechtum, dauerhafte Behinderungen und Belastungen der Familien verhindern eine wirtschaftliche Entwicklung und vor allem auch den Erfolg der weiteren Initiativen des BMZ. Bildung und Ernährung, Berufsausbildung und die Schaffung von Wirtschaftsstrukturen sind nur möglich, wenn die Menschen auch körperlich und geistig ausreichend leistungsfähig sind, um sich diesen Aufgaben zu stellen. Im Kapitel 23.03 des Einzelplans 23 finden sich daher die notwendigen Mittel für die Mitwirkung innerhalb der Vereinten Nationen, zum Beispiel bei UNICEF, und der Gesundheitsorganisation BIGAVI, die Impfallianz, und dem GFATM, dem Globalen Fonds gegen AIDS, Malaria und Tuberkulose. Dass unser Beitrag in diesen multilateralen Organisationen von Wichtigkeit ist, zeigt sich spätestens bei dem vollkommen unverständlichen Rückzug der USA aus diesen Organisationen. Diese Lücke muss dringend geschlossen werden. Und dass die Arbeit auch von Erfolg gekrönt sein kann, zeigt der Kampf gegen Polio. Im Jahre 2017 gab es weltweit nur noch 22 Fälle in zwei Ländern, nämlich in Pakistan und in Afghanistan. Das Ziel ist in Sicht, aber die Anstrengungen dürfen nicht zu früh eingestellt werden. Dies zeigt aber auch, dass der Kampf systematisch und unter Einbindung der Länder geführt werden muss. Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik müssen Allianzen bilden, zum Nutzen aller. Und nicht erst seit der prominenten Aufnahme dieser Bereiche in die G7- und G20-Gipfel der letzten Legislaturperiode in Deutschland ist Deutschland ein relevanter und ein angesehener Partner in diesen Organisationen. Die globale Gesundheit als Thema ist in Deutschland auf der Agenda. Ich freue mich deshalb sehr auf den 10. World Health Summit, der im Oktober diesen Jahres wieder hier in Berlin stattfinden wird, und an den sich dann anschließenden Grand Challenges Meeting der Bill und Melinda Gates Stiftung mit zahlreichen Fachleuten, die sich diesem Thema intensiv widmen werden. Dies zeigt deutlich, dass die Arbeit des BMZ auf diesem Sektor Früchte trägt. Zum Schluss aber noch eine Bemerkung zu den ja auch heute mehrfach angesprochenen ODA-Mitteln bzw. dem 07-Ziel. Ja, es ist vereinbart worden, und leider haben wir auch in diesem Jahr das Ziel erneut gerissen. Auch ja, es kann nicht zufriedenstellend sein, und wir müssen alle an einer Verbesserung arbeiten. Aber ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe die Zuversicht,
dass durch die Erkenntnis, dass zwischen Entwicklung und Sicherheit ein untrennbarer Zusammenhang besteht, wir noch mit einer Verbesserung des Haushalts rechnen können. Aber auch nein, meine Damen und Herren, ich bin nicht der Meinung, dass der Erfolg von Entwicklungsarbeit wie eine mathematische Formel aus der ODA-Quote gebildet werden kann. Es ist sicherlich ein Hilfsmittel, aber Geld ist auch kein Ausdruck von Effizienz. Ich nutze deshalb ausdrücklich hier die Gelegenheit, dem BMZ und Minister Gerd Müller für seinen unermüdlichen Einsatz in der Entwicklungspolitik und in der Fluchtursachenbekämpfung zu danken und vor allen Dingen auch dafür zu danken, dass er bereit ist, konzeptionell innovative Arbeit zu leisten und den ständig auch wiederum neu hinzutretenden Anforderungen gerecht zu werden. Aber an dieser Stelle werden Sie aus meinem Mund auch nicht die Feststellung hören, dass alles getan wurde, was nötig ist. Das ist allerdings aus meiner Sicht bei diesem Thema kurzfristig auch kaum möglich. Ich werde allerdings sehr wohl feststellen, dass das getan wurde, was derzeit möglich ist. Und an einer Verbesserung bis zur Verabschiedung des Haushaltes sollten wir meiner Meinung nach alle gemeinsam und entschlossen arbeiten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dr. Kippel. So, und der letzte Redner am heutigen Tag in dieser Debatte.